Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Sportcorner. Das heutige Thema: Provinzpossen ums Suttwiler Sportzentrum. Die Verlierer sind nach den Eishockey-Spieler jetzt auch die Fußballdamen-Nazi-Talent. Und über das werden wir natürlich jetzt ein bisschen diskutieren. Für die Medien ist nämlich der Langenthaler Hallenbesitzer, der Markus Bösiger, der Buma. Bei uns sitzt der Lars Weibel, er ist Leiter von Spezialprojekt von Markus Bösiger. Er kennt das Ganze auch, er wird der Klarheit über das Sportzentrum verschaffen. Und Lars, ja, wenn ich jetzt da zurückdenke, ich weiss, dass jetzt viele Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, ja, dein Gesicht kommt mir bekannt vor, darf ich sagen, der Lars Weibel, er ist es. Es war auch ein Nazi-Goalie, Ex-Nazi-Goalie der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Vielfach erfolgreich, sind zweimal Schweizer Meister mit Davos Lugano, dann in Köln gespielt, im Ausland gespielt, auch immer wieder ausgezeichnet wurde am Spengler Cup. Ja, Lars, wenn man die Erfolge anschaut, heute bist du in einem ganz anderen Tätigkeitsfeld, nicht auf dem Eis. Tut dir das noch ein bisschen weh oder hast du den Sprung gut geschafft? Ich habe ihn eigentlich zu meinem eigenen Erstaunen recht gut geschafft. Ich habe gedacht, ich sei ein extremer Highway-Hockeyaner. Ich habe es bis in die letzten Minuten unglaublich gerne gemacht, aber ich darf wirklich sagen, ich vermisse es eigentlich gar nicht zum selber spielen. Ich tue es immer noch sehr gerne verfolgen und liebe Hockey nach wie vor. Aber ich bin wirklich froh, darf ich es jetzt mit der Wurst in der Hand machen und nicht mehr mit dem Hockeystock. Sieht man dich auch auf dem Eishockey-Feld? Ich meine, du bist auch etwa für das SF oder für den Teleclub im Einsatz gewesen. Sieht man dich auf dem Eisfeld einfach als Fan? Gibt es einen Club, der dir immer noch nah ist? Gut. Die Stationen, wo man am meisten Erfolg hat, die prägen einen. Von dem her gesehen, denke ich eigentlich schon am liebsten an die Davoser Zeit zurück. Aber ich versuche neutral in die Zukunft zu schauen. Wenn ich mal gefragt sollte werden, dann ist meine Absicht eigentlich, das immer im Interesse des Schweizer Hockey zu machen und das Produkt so ein bisschen zu unterstützen. Aber eben auf dem Eishockey-Feld als Zuschauer gehst du? Wie sieht man dich jetzt so wohnschön näher von Zug, vielleicht mal beim EV-Zug? Ich gehe ab und zu schauen. Klar, es ist am nächsten Grad. Ich gehe aber auch gerne andere Matches schauen, wenn es die Zeit erlaubt. Ja, wie gesagt, ich tue es immer noch wirklich sehr, sehr gerne verfolgen. Aber wirklich eigentlich als Fan. Ich muss sagen, ich habe meine Ausrüstung verkauft. Ein Zeichen, dass ich wirklich nicht mehr plane, ins Goal zu stehen. Ins Goal würde ich eh nicht mehr. Wenn, dann würde ich gerne mal noch mein Glück als Stürmer versuchen. Jetzt sind ja etwa bestandene Eishockey-Spieler in Funktionen, sei es jetzt als Trainer oder als Sportchef. Hat dich so eine Funktion überhaupt mal gereizt oder hast du gar kein Angebot gehabt? Oder hast du gesagt, nein, ich will jetzt einfach nach der Karriere jetzt abschliessen? Ja, so die Möglichkeiten sind da gewesen, oder mal mindestens Gespräche, aber ich glaube, es ist noch zu früh. Ich glaube, nur einfach, weil wir mal ein bisschen können, gerade aushockeilen, kann man nicht gerade einfach Chef von einem 10 bis 15 Millionen Unternehmen sein. Und ich bin einfach so, wenn ich etwas machen möchte, dann möchte ich es unglaublich gut machen. Und darum ist der Zeitpunkt für mich jetzt nicht da. Ich habe jetzt den besten Transfer von meiner Karriere gemacht, mit meiner jetzigen Aufgabe. Wir arbeiten hier hinter den Kulissen etwas Grossartigem und das ist genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Ich komme dann später darauf zurück. Du bist jetzt beim Markus Bösiger. Wie ist die Verbindung zustande gekommen? Die ist so zustande gekommen, dass ich selber über ein Produkt von Kreativtraining Neurocoaching habe ich das selber als Athlet 8 Jahre machen durfte. Der Verbindungsmann dort war Beat Villiger. Und vielen bekannt als der Arzt, vor allem auch medial. Er ist in Bad Ragaz jetzt wieder daheim. Vorher war er Leiter in Notwil, Olympia-Delegierten etc. Der hat mich zu dem gebracht. Sie wiederum arbeiten an einem Projekt mit dem Markus Bösiger. So habe ich den Markus Bösiger kennen und schätzen gelernt. Und so bin ich eigentlich dann wie die Jungfrau zum Kind zu dem Job gekommen. Jetzt eben, wenn man einen Blick zurückwirft, du kennst jetzt den Sportförder Markus Bösiger. Bestens, er hat das Sportzentrum Huttwil dank seinem Kauf und seinen Investitionen wieder auf eine gute Basis gebracht. Weil viele Sportlerinnen und Sportler trainieren ja hier oben, also sei es jetzt in verschiedenen Mannschaftssportarten, Einzelsportarten aus der ganzen Schweiz, eben weil man optimale Trainingsbedingungen hat. Was steckt eigentlich in der Philosophie von Markus Bösiger? Er ist ja natürlich ein Sportförderer, ist ja selber auch früher aktiv
im Seitwagenrennsport tätig war, jetzt fährt der Truckerrennen. Wie willst du ihn charakterisieren? Also voraus muss ich leider gerade sagen, also die öffentliche Person, wie man sie beschreibt, und die Person, die ich kennengelernt habe, da klafft ein riesengroßes Loch dazwischen. Also ich habe ihn kennen und schätzen gelernt, dass ein Mann, der wirklich mit Herzblut etwas macht, der wirklich schaut, dass es allen Beteiligten rundherum gut geht. Er ist sehr ein smarter Geschäftsmann, aber wirklich ein Mensch dahinter. Und das ist mir bewusst im Moment, kommt das vielleicht nicht ganz so über in der Öffentlichkeit, aber ich kann so wirklich sagen, es ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Und ich lege sehr viel Wert und habe das auch während meiner Karriere sehr viel Wert auf den Menschen dahinter gelegt. Labels, Grad, was auch immer, Titel, die sind okay und verdienen Wertschöpfung und Wertschätzung auch von mir, aber der Mensch hat mich immer interessiert und da muss ich sagen, da bin ich jetzt in einer Position, wo ich wahnsinnig viel profitieren kann. Mhm. Lars, es hat ja vorher schon Unstimmigkeiten gegeben zwischen Markus Bösiger und dem Schweizerischen Eishockey-Verband. Denken wir nur an den Aufstieg, den ja eigentlich Thutwil Falcons hatte, also aus sportlicher Sicht. Dann hat es irgendwie einen Formfehler gegeben, dann hat es geheißen, ja, wegen dem Formfehler können wir nicht aufsteigen. Und die Konsequenz war eigentlich davon, die Auflösung von dem Club, der sicher allen wehtan hat, natürlich der Eishockeyaner auch da, an Markus Bösiger vermutlich selber und dir als Eishockeyspieler auch. Was ist denn dort alles so falsch gegangen? Das ist eine unglaublich lange Geschichte. Ich versuche, das gut überzubringen, ohne Gott Sendung Zeit aufzubrauchen. Fehler sind sicher von beiden Seiten her gewesen, da dazu stehen wir. Das ist sicher auch von unserer Seite her so gewesen. Also sollten wir wirklich unvollständig eingegeben haben, dann stehen wir zu dem Fehler, aber wir haben höchstens unvollständig eingegeben und nicht falsch. Das ist ganz wichtig. Wir denken wirtschaftlich nachhaltig und gesund. Wir haben nicht irgendwie mit einem spekulativen Budget wollen etwas eingeben und nachher, wie es die Beispiele von Morsch etc. in der Vergangenheit in der Nationalliga B, die schwierig ist zum Haushalten, schon gezeigt haben. Wir haben nur wollen eingeben, was wir auch einhalten können. Wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir haben müssen eingeben, noch gar nicht gewusst, schaffen wir sportlich den Aufstieg. Und B, wenn wir ihn schaffen, wer wird von der Mannschaft bleiben, wer von den Sponsoren wird bleiben. Also wir haben wirklich rein blind müssen etwas eingeben. Und ich sage jetzt, die einen sagen naiv, die anderen sagen wirtschaftlich sehr gesund. Wir hätten schlussendlich irgendetwas eingeben können und die Sache wäre vom Tisch gewesen. Und unsere gute Absicht hat uns dann eigentlich selber ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist dann zu diesen Gesprächen gekommen, zu Mediationen, man hat zu verschiedenen Sachen wollen. Schlussendlich, und das tut mir leid, ich habe dem Schweizer Hockey viel zu verdanken, auch der Nationalmannschaft etc. Ich will nicht einfach unnötig Gift viel schiessen. Aber es ist schlussendlich gleich so übergekommen, wie wenn es einfach ganz klar gewesen wäre, dass wir eigentlich in ihrer Zukunftsplanung nicht wirklich eine grosse Rolle würden spielen, um es gelinde zu sagen. Es wäre eigentlich angenehmer gewesen, wenn wir da nicht mitmachen könnten. Und das ist schade, weil wir ja eigentlich mit einem Projekt mit extrem vielen Jungen mit einer guten Wirtschaft haben wollen vorausgehen, weil wir wirklich Schweizer Hockey nachhaltig fördern wollen. Jetzt, man weiss ja, der Markus Bösiger ist ein Gerechtigkeitsfanatiker. Also, weil man etwas, er kann geradeaus sagen, nein, das passt mir nicht. Aus dem und dem Grund ist er ein bisschen der Robin Hood von Langenthal und Huttwil. Ja, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Bezeichnung. So viel ich die Geschichte in Erinnerung habe, hat sich der Robin Hood ja auch für die Armen eingesetzt. Das macht der Merkel und das werden die Leute sicher mal noch irgendwann sehen, den Beweis werden wir können antreten. Er ist sehr geradlinig und direkt vorne durch, das muss er ja auch sein, sonst wäre er nicht erfolgreich geworden. Aber nie über Leichen oder nie über grosse Hürden, wo jemand zu Schaden kommt. Und ich finde das eindrücklich. Ich komme manchmal nebendran eher vor wie ein Pfarrer, bin vielleicht zu diplomatisch, ich glaube so der Mix. Der macht es vielleicht genau aus und darum ist das auch bis jetzt recht eine spannende Zusammenarbeit.
Darum hat der Merkel besser gesagt, schick lieber den Lars, er ist diplomatischer Natur. Ja, Lars Weibel, wie gross ist eigentlich der Verlust aus der, von der Region Langenthal-Huttwil, vom Oberaargau, eben wenn man so junge Talente hat müssen fortschicken, schauen, kann man sie anderen Clubs unterbringen, eben wie Langenthal und so weiter. Da tut ja eigentlich jeder Sportler, das tut ja einem weh, oder? Ja, absolut. Aber wissen Sie, wir sind dort eigentlich schon bald ein bisschen geübt, in diesen Schmerzen zu ertragen. Vor nicht langer Zeit, wo noch alles in Butter war, ist uns schon mal die fast komplette Juniorenabteilung abgeworben worden aus der Region. Das hat uns sehr getroffen, nur dort hat es gar niemand interessiert. Jetzt haben wir quasi müssen für die Jungen wieder eine neue Plattform bieten, Alternativen suchen in der Region. Und wie Sie ja auch wissen, ist in den Medien das so dargelegt worden, der Bösiger ist jetzt verrückt und er schließt das Center. Und das ist eigentlich das gewesen, was uns am meisten wehtun hat, weil wir ja wirklich, wir haben enorm viel investiert letztes Jahr in Nachwuchs. Wir haben Plakatierungen gemacht, Hockeyschulen organisiert. Also wir sind ja selber am meisten überrascht worden von dem Lizenz, von der Lizenzverweigerung. Schlimme ist eigentlich eben, dass es nachher alle haben können so trüllen können, dass der Bösiger jetzt verrückt ist und den Schlüssel dreht. Und das ist nicht so. Wenn jemand am meisten gelitten hat, dann sind es wir gewesen und sicher der Markus Bösiger. Es ist einfach so, wenn privat Inhaber bist von einem Verein und von einer Sportinfrastruktur und man die Nationalliga B-Lizenz verweigert, ist es unmöglich, das einigermaßen aufrechtzuerhalten. Uni muss aus dem eigenen Sack einfach wieder 1 Million aus der Portokasse reinschmeißen. Nur, dass die Leute rundherum zufrieden sind, dann hat man ja noch nicht die Wertschätzung. Sie dürfen nicht vergessen, dass uns natürlich Fernsehgelder, Bandenwerbungen, Eiswerbungen, wir haben durch das natürlich enorme Verluste einfahren müssen, respektive wir haben es natürlich kalkulieren können. Und die Leute haben einfach das Gefühl gehabt, da stempeln die einen und macht auf beleidigt. Das ist wirtschaftlich nicht möglich. Und wenn man ein bisschen dahinter sieht, weiss man ja, dass Sportinfrastruktur nennt man in der Wirtschaft als Verlustgeschäft. Das ist sicher nicht ganz richtig, aber es ist natürlich wirklich schwierig, gesund zu haushalten, so, dass es auch wirklich nachhaltig für die Umgebung kann ein Vorteil sein kann. Und da haben wir einfach müssen wirklich die Possen über uns ergehen lassen und sagen, ja, wenn die Leute das so interpretieren, müssen wir jetzt Stärke haben. Für uns ist die Hoffnung und die grosse Motivation gewesen, dass wir bereits wieder neue Projekte und neue Ideen haben. Also würde ich sagen, müssen wir kurzfristig haben wir recht unten durch müssen, aber langfristig sind wir überzeugt, wieder können, etwas Gutes zu machen. Und dann wird auch das Umfeld automatisch gesehen, dann wird sich der Fall dann schlussendlich selber aufdecken und die Leute wieder Klarheit haben, was dann genau vorgegangen ist. Lass uns schnell eine Info in eigener Sache zuschauen, werden denken, jetzt, ich tue ihn per Du ansprechen, du per Sie. Excuse. Wir kennen uns schon länger und im Sport, dann können wir uns auch weiter per Du ansprechen lassen. Das habe ich mir so eingeimpft. Aber das ist schon, wie in der Politik, du hast da schon eine gewisse Tendenz für Politik, weil dort tut man es per Sie ansprechen. Lars, jetzt kommen wir zur neuesten Provinzpost. Ich muss es einfach wieder so sagen, betreffend dem Sportzentrum Huttwil. Involviert ist ja der Schweizerische Fußballverband. Der Gemeinderat von Huttwil können wir ruhig dazu nehmen und der Markus Bösiger natürlich selber. Eben, man hat im Blick wirklich also Schlagzeilen können lesen. Skandal in Huttwil, dieser Bösiger Frauen-Nazi raus, Dorfkönig. Das ist ja immer so ein bisschen negativ. Touch, zwingt den Fußballverband in die Knie. Jetzt wollen wir die Fakten wissen. Mhm. Der Vertrag ist ja eigentlich mit dem SFV gemacht worden per 31.07.11. wäre der ausgelaufen. Und ist eigentlich ein vertragsloser Zustand gewesen nachher. Und ist das die Tatsache, die ich jetzt hier erwähnt habe, ist das korrekt so gesagt? Also man hat einen Vertrag auslaufen lassen, der ist noch nicht erneuert worden. Das ist ganz klar auf den Punkt gebracht und richtig so. Da kann man alle Parteien fragen. Das ist tatsächlich so, man hat ihn nicht auslaufen lassen. Er ist abgelaufen. Man hat ja das Gespräch gesucht. Man hat Interesse. Immer noch an einer Zusammenarbeit von unserer Seite, ganz klar. Was ich ganz schnell noch einbringen möchte, ist, dass man das ganz klar muss unterscheiden zwischen dieser Eishockey-Story und dieser Fußball-Story. Also das hat
weder wirtschaftsstrategisch noch politisch irgendeinen Zusammenhang. Also das sind vielleicht müssen wir noch sagen, wieso ist der Schweizerische Fußballverband auf Huttwil gekommen? Ich meine, es sind ja Talente aus der ganzen Schweiz, die besten jungen Fußballdamen, Cracks, die ja da sind. Mhm. Also es zeigt ja doch, dass eben das Zentrum doch etwas bietet, oder nicht mehr? Ja, auf jeden Fall. Also das ist eines von den drei nationalen Leistungssportzentren der Schweiz, neben Macklingen und neben Tenero. Wir sind die einzigen in privater Hand. Das tut uns ein bisschen unterscheiden von den anderen. Das ist aber nicht nur ein Vorteil, wie die Leute vielleicht denken, sondern wir bekommen ja auch keine Quersubventionen etc. über. Also wir müssen wirklich schauen, dass der Laden einigermaßen läuft. Das war unser Ziel, weil der in den letzten Jahren nur Verlust eingefahren hat. Wir sind recht zentral und haben eigentlich recht viel vor Ort. Also ich denke, wir sind wahrscheinlich sicher eine ideale Adresse für die ganze Geschichte. Das wissen wir auch, das schätzen wir auch und darum sind wir ja auch interessiert an einer weiteren Zusammenarbeit. Aber wie du das jetzt gerade angesprochen hast, Fakten sind einfach so, dass es zwei Parteien gibt. Wir wollen in Zukunft auch professioneller auftreten, als es in den vergangenen Jahren eigentlich der Fall war mit den Leuten, Beteiligten. Die haben sicher einen guten Job gemacht, aber wirtschaftlich ist es nicht ganz so aufgegangen. Und da müssen wir eine gerade Linie reinbringen, wenn wir etwas aufbauen wollen. Es ist aber meiner Meinung nach nicht irgendwie am Preis gescheitert, sondern an verschiedenen Umständen. Wir haben Qualitätseinbussen gehabt. Ich glaube, das darf man sagen. Nicht, weil wir es vernachlässigt haben, sondern weil wir eben in einer Umstrukturierung sind, weil wir an einer Neuorientierung vor Ort sind, weil wir etwas Grosses aufbauen wollen, nicht etwa, weil wir runterfahren wollen. Das war aber nicht zum Gehen. Und das haben wir, die Hausaufgaben haben wir gemacht. Wir haben immer wieder auch, sind wir darauf hingewiesen worden vom Schweizerischen Fußballverband, dass die Qualität, jetzt zum Beispiel vom Essen etc., ein bisschen gelitten hat unter dem. Mhm. Da haben wir wirklich versucht, möglichst den Hebel anzusetzen. Wir haben kooperiert, wo wir haben können. Das Ganze war aber auch auf einer fairen Preisbasis gewesen, das muss man auch sagen. Und Qualität generierst du natürlich dann auch, wenn das Budget ein bisschen gesteigert werden kann. Der Fußballverband scheint es gesagt, wir hätten das Geld, also das Mehrgeld gezahlt, wenn die Qualität angehoben wäre. Jawohl. Jetzt, du hast es jetzt gerade erzählt, wo es für dich dran gelegen ist, aber es kann ich nur am Nein, eben. Mir geht es einfach darum, dass ich in eine Polit- oder in eine Sportsendung komme und auch zeige, dass wir auch die Hausaufgaben machen, dass wir nicht einfach das Gefühl haben, nur immer die anderen sind schuld. An dem haben wir geschafft. Wir haben auch umgehend Vertragsangebot-Erneuerung gemacht im Fußballverband. Wir haben nichts darauf eigentlich bekommen. Wir sind dann davon ausgegangen, dass sie vielleicht auf Alternativensuche sind, was völlig legitim ist bei einem auslaufenden Vertrag. Wir haben dann das Gespräch gesucht mit ihnen. Es hat auch ein Gespräch stattgefunden mit dem Herrn Knäbel, dem Herrn Blatter etc. Man hat es kommuniziert, dass man wirklich eins zu eins miteinander bei Änderungen, Vorschlägen, was auch immer kommuniziert und nicht über die Medien oder über Drittpersonen geht, wie jetzt zum Beispiel jüngst mit der Gemeinde. Wir haben dann irgendwann wirklich das Angebot dann müssen zurückziehen, weil es einfach wochenweise im Raum gestanden ist. Und so hat sich dann irgendwie ein bisschen die Situation festgefahren. Aber trotzdem haben sie dann weiter trainiert gehabt. Eben, da komme ich wieder auf den Herrn Bösiger drauf zurück. Goodwill, oder? Ja, also der Vertrag ist ja am 1. August ist der ausgelaufen gewesen, also Ende Juli. Und sie haben ja weiterhin bei uns vor Ort trainiert, also das heisst gratis und franco. Und ich sage es im Interesse von der Sache, nicht zum Wollen auf andere zeigen, aber wir haben ja auch seit Anfang Januar bis September haben wir auf Zahlungen, ausstehende Zahlungen gewartet, wo eigentlich hätte müssen gemacht werden und wir haben 8 Monate lang gewartet. Also da ist kein Franken gekommen. Da darf man natürlich schon nicht sagen, der Herr Bösiger hätte keinen Goodwill. Aber so spät gekommen, haben Sie eine Begründung gehabt, dann, der Fußballverband? Oder ist das einfach untergegangen? Nein, ich glaube, das erste Mal ist im Raum gestanden, man müsse es vorauszahlen. Dann ist im Raum gestanden, nein, das muss erst dann gezahlt werden. Man hat sich dann versucht, den Vertrag ein bisschen so zurechtzulegen, dass man auch schleifen konnte. Und nachher hat man gesagt, ja, wir sind ja auch nicht ganz mit allem zufrieden etc. Dann ist, fairerweise muss man auch noch sagen, eben, haben wir ja eine neue
ein neues Vertragsangebot gemacht. Und dort waren Punkte noch ausstehend, wo es wirklich darum ging, zum Beispiel das Sportcenter vermarkten. Also, wo wir einfach gesagt haben, das kann nicht sein, dass ihr einfach unser Gebäude vermarkten dürft und viel Geld damit verdienen. Weil entweder können wir uns daran beteiligen, sonst ist es für uns wieder ein absolutes Defizitgeschäft, oder wir sind einfach mittlerweile so professionell, dass wir sagen, wir machen es selber, vermarkten uns. Aber sind ja nicht nur Fußballer dort, das sind ja aus anderen Sportarten, Unihockey, Volleyball, weiss nicht was. Und darum haben wir natürlich nicht einfach können ihren Hauptsponsor berücksichtigen und dann das Gefühl haben, wir haben dann irgendwie dafür irgendeinen Vorteil. Also das haben wir professionell anschauen und vielleicht hat man sich auch ein bisschen auf dem abgestützt und gesagt, ja, da sind ja noch viele Fragen offen, wir warten jetzt mal ab. Aber Tat oder Fakt ist einfach, dass der Herr Bössiger immer wieder auch wirklich Goodwill gezeigt hat. Ich tue ihn da nicht einfach heilig sprechen, gar nicht. Aber es kann einfach nicht sein, dass jemand so nachhaltig und gut für den Nachwuchs schaut und nachher kommt er einfach immer nur Possen über. Was mich verwundert, Lars, du hast Peter Knebel angesprochen. Ich meine, das ist ein ehemaliger Profifußballer, ist jetzt technischer Leiter vom Schweizerischen Fußballverband. Ich hatte ihn kürzlich auch mal in der Sendung gehabt und er hat eigentlich das noch gelobt, also das Zentrum, eine sehr gute Sache. Warum hat er den Vertrag nicht unterschrieben? Haben die mal mit dem Peter Knebel können diskutieren oder ist da das abdelegiert worden? Nein, das ist ja lustig. Wir haben ja uns ein paar Mal getroffen und ich habe das Gefühl, die Gespräche sind eigentlich gut gewesen und auch ich kann gar nichts Negatives sagen über ihn. Ich weiss aber nicht, wie die Hierarchie und das Organigramm von einem so einem grossen Verband schlussendlich wirklich ist. Ich empfinde ihn als kompetent und ich glaube, er setzt sich auch ein für die ganze Sache. Ich würde auch nach wie vor sagen, man hat niemanden herausgestellt. Das ist ganz klar. Das war ein auslaufender Vertrag. Und wenn irgend einfach so jemand geht hockeilen und keinen Eintritt zahlt oder im freien Eislauf, muss man ihn auch darauf aufmerksam machen. Mir tut es leid für die Mannschaft auch. Ich habe die jungen Mädchen ja sehr aufgeschlossen und keck empfunden. Ich glaube, das ist eine gute Truppe. Aber wenn ich denke, der Janik Schweri, der die U19 hat, unter anderem U20, U21, die haben die besten Erfolge gehabt. Genau. Eigentlich im Schweizer Damenfußball gegenüber den Nazi, oder? Absolut. Und ich weiß nicht, der Peter Knebel hat ja immer gesagt, ja, der Frauenfußball muss er fördern. Oder hast du von dem Gespräch gefunden, will es gar nicht? Oder hast du das auch so empfunden, dass er eigentlich will den Frauenfußball fördern? Also eben, ich habe nicht das Gefühl, dass er das auf die leichte Schulter nimmt. Was sie kann, ist natürlich, man darf nicht vergessen, mit einer Fußballmannschaft kannst du einfach die Infrastruktur wechseln. Mit einer Akademie, mit einem schulischen Background dahinter. Da kannst du nicht einfach einen Vertrag auslaufen lassen. Ich weiss nicht, ob sie dort sich ein bisschen verspekuliert haben, und weil das braucht recht viel Zeit, mit dem Schulsystem und alles wieder aufzubauen. Das kann ich nicht sagen. Aber ich kann auch nicht einfach, weil jemand den Job nicht macht, sagen, ja komm, jetzt geben wir euch noch mal ein Jahr gratis da. Ich weiss, bis ihr eine Schule gefunden habt etc. Wir bedauern es auch, wir hätten sie gerne weiterhin als Partner. Das gilt. Die Türe, wie gesagt, ist nicht zu. Aber so kann es einfach nicht gehen, dass der Kleine einfach drauflegen muss, dass der Grosse die Plattform nutzen kann. Ich meinte sogar, dass wir eventuell auch interessant sein könnten für weitere Fußballteams von ihnen. Also nicht nur für die Damen. Ich meine, wir haben 3 gute Plätze und wir haben die Infrastruktur für das. Und von dort aus könnte man ja dann auch weiter planen. Also wir sind ja darum, haben ja kurze Entscheidungswege und könnten ja eigentlich auf alles auch Einfluss nehmen. Jetzt nach dem Zerwürfnis zwischen dem Fußballverband und dem Markus Bössiger hat sich dann gemeint, Huttwil eingeschaltet, beide Parteien haben einen Kontakt aufgenommen mit der Gemeinde. Trifft da der Gemeinderat von Huttwil auch ein bisschen eine Mitschuld? Weil es sind ja einige Mitglieder, das hat man immer wieder hören können, die an die Medien getreten sind und eben der Sachverhalt eigentlich nicht so genau wiedergeht, wie er hätte sein sollen. Also auch eben irgendwie Sachen rausgelassen haben, die einfach nicht stimmen, wenn man es mal so sagen. Ja, das ist leider richtig so. Wir haben auch dort wieder versucht, das Gespräch zu suchen. Also wir sind ja auch mit ihnen am Tisch. Und zwar haben wir das Gespräch mit ihnen gesucht. Wir hatten eigentlich eine Abmachung gehabt, wie man das Ganze könnte, auch mit Hilfe von ihnen wieder anbringen. Also sie haben sich mindestens so geäussert, wie wenn sie da würden, uns helfen wollen.
Sie dürfen natürlich ganz klar nicht als Vermittlerin öffentlich auftreten, das ist ganz klar. Also sie hätten, wenn, dann eine neutrale Position. Dort muss ich sagen, haben wir wahnsinnig viel schon mit früheren Projekten haben wir das Gespräch gesucht. Wir haben ihnen aufzeigen, was wir vorhaben. Etwas, wo die Umgebung, die Leute, die Bevölkerung nur beleben würde. Nur ein Vorteil wäre auch für die Gemeinde. Mir persönlich ist es unerklärlich, warum wir immer wieder brutale Gegenwehr überkommen von der Gemeinde. Ist das ein bisschen? Ich kann es nicht sagen. Ich nehme an, das sind Geschichten, die vor meiner Amtszeit, wenn ich dem so sagen darf, stattgefunden haben. Bin aber nicht befangen. Ich versuche wirklich immer beide Seiten zu sehen. In jedem Deal, den ich mache, in jeder Arbeit, die wir machen, auch im Haus Bösiger. Da muss ich einfach sagen, da bin ich halt einfach verschrocken, dass oftmals die Gemeinde gross an die Presse geht und Sachen erzählt, wie du gesagt hast, die entweder nicht stimmen oder wo sie einfach nicht dürfen. Das kann ich nur eigentlich so mir erklären, dass ich Brücke schlage, dass wenn es um eine Fußballakademie geht, geht es um Schule und wenn es um Schulen geht, geht es um Schulgelder. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil sonst würden sie nicht quasi uns den schwarzen Peter zuschieben, weil wir haben ja wirklich extrem viel gemacht und wir sind interessiert an einer Zusammenarbeit und ich kann mir nicht vorstellen, warum das wir sonst eigentlich so müsste dargestellt werden von ihnen. Darum haben wir ja auch gesagt, wir haben mittlerweile breite Schultern. Wenn du gross werden und wachsen willst, dann musst du öffentliche Meinungen akzeptieren können. Aber wenn es dann nicht mehr stimmt, haben wir uns gezwungen gefühlt, jetzt zum Beispiel auf unserer Homepage eine Richtigstellung zu vollbringen und zu sagen, wie es dann wirklich war. Also, da müssen wir uns langsam auch ein bisschen wehren. Es wäre unglaublich toll, in Zukunft miteinander zu gehen. Aber ich kann schlussendlich nicht genau sagen, warum wir dort so Gegenwind haben zurzeit. Aber der Merkel Bösiger ist natürlich zu Recht verärgert. Jetzt, ich habe auch, ich weiß nicht mehr, welchem Blatt ich es gelesen habe, da geht es um den Gemeindepräsidenten Muralt. Er hat zuerst wieder vermitteln, dann ist es um einen Vermittlungsversuch gegangen, der gescheitert ist. Wieso, weiss ich ja nicht. Es ist dann auch um Geld gegangen, um 400 Franken, wo dann geheiss hat, ja, das zahlt dann die Gemeinde. Ich weiss nicht, ob dann das irgendwie wollen, an die Presse schicken, um da irgendwie die Parteien ein gemeinsames Kommuniqué zu machen lassen. Und dann hat es geheißen, ja, also er würde dann den Betrag übernehmen oder mindestens die Hälfte. Und nachher hat der Merkel Bösiger hören, nein, das sei nicht in seiner Kompetenz. Also da muss man ja lachen, wenn man weiss, was die Gemeinde sonst für ein Budget hat, oder? Ja, das ist so. Es ist tatsächlich so, dass man das bei dem Gespräch abgemacht hat, also zwischen uns und der Gemeinde. Wir haben das Protokoll ja auch gehabt, das Protokoll haben beide unterschrieben. Und das ist tatsächlich so, dass man die läppische Summe eigentlich gemacht hat, weil die Gemeinde hat wollen vorschlagen, wer das ganze Kommuniqué verfasst. Wir sind dem entsprochen, haben die Person angefragt und wie gesagt, das wäre irgendwie ein Preis von 400 Franken gewesen, ist alles okay gewesen. Am nächsten Tag ist dann die Meldung gekommen, er zahle das nicht. Und ja, eben, also, man könnte jetzt sagen, hat er da Druck bekommen? Oder? Eben, wir wissen es nicht. Passiert? Ich weiss es schlussendlich nicht, ob das sein Entscheid war, ob da Druck von hinten ist oder ob das einfach nicht darf zustande kommen. Also, mir kommt es schon ein bisschen vor wie eine Strategie, weil, also, wenn ich Gemeindepräsident wäre, würde ich die 400 Franken sonst aus dem eigenen Sack zahlen. Weil, wenn man sieht, was nachher daraus entsteht und was auch die Steuerzahler für einen Vorteil nachher haben, dann glaube ich, wäre das auch nicht so wirklich das Problem. Ja, ich lasse das mal einfach so im Raum stehen, das ist tatsächlich so gewesen. Aber da dürfen wir auch zu Recht sagen, der Markus Bösiger ist natürlich nach so vielen Sachen wirklich verärgert und es braucht sicher auch viel, um ihn wieder zufriedenstellen, weil haben wir jetzt auch gehört von dir, das wissen wir auch, dass er sehr viel für den Sport macht. Ist jetzt durch zwischen dem Schweizerischen Fußballverband, dem Gemeinderat und dem Markus Bösiger endgültig zerschnitten? Gibt es noch eine Lösung? Ein Dialog ist ja momentan für den Markus Bösiger keine Option. Also so hat man es können lesen. Ja, ja, das hat er sicher auch gesagt. Und ich denke, er wird jetzt sicher nicht nochmal der Gemeinde anrufen und sagen, hey, komm, wir sitzen nochmal. Er hat es jetzt unzählige Mal gemacht. Er hat wirklich von seiner Seite versucht, was es zu machen gibt. Es ist immer wieder gescheitert. Also ich glaube,
Momentan liegt der Ball wahrscheinlich schon weniger bei ihm. Aber für das ist er ja nicht. Für das hat er ja Leute in seinem Unternehmen. Für das hat jeder eine neue Aufgabe, Zuteilung bekommen, verschiedene Metiers und Sektoren. Und die Gespräche können ganz gut auch über die Personen laufen. Also wenn jetzt die Gemeinde würde anrufen und du könntest miteinander noch verhandeln, wäre bereit von der Firma her? Ich glaube, das ist unser Job. Das ist ein Job. Wir betreiben nicht Politik, wir betreiben ein Sportcenter und ein Projekt dahinter. Und also meine Philosophie ist zu 100%, sag niemals nie, eine Tür ist nie zu. Man kann sich zweimal sehen im Leben. Wenn für beide Beteiligten stimmt, gibt es für mich eigentlich nie aus lauter Sturheit ein Nein, gar nicht. Also ich habe immer noch das Gefühl, wenn es ihnen würd nützen, uns würd nützen, und das würde es ja ohne Zweifel, dann müsste man doch so über dem können stehen und jederzeit können hocken. Also meine Tür ist immer offen und ich würde auch jederzeit mit irgendeiner Anfrage zu meinen Vorgesetzten oder zum Herrn Bösiger gehen und das sachlich anschauen. Und wie ich dir ja eingangs gesagt habe, er ist dort durch ein Mensch schlussendlich und hart und stur, aber nie nachtragend. Aber was mich wundert, dass die Medien da rundum um Huttwil so negativ berichten. Ich meine, man weiß ja, was er alles gemacht hat. Ist halt das einfach, dass eine Negativschlagzeile halt doch noch besser wirkt als eine positive. Gut, eben ist es so, es ist immer lässig, sich hinter so einer starken Person zu verstecken. Wenn jemand gut und erfolgreich ist, dann hat er auch das Potenzial, eben, um mal eine Seite hin beizustecken. Und das ist so ein bisschen regional, so ein bisschen gang und gäbe worden. Und dann glaube ich aber auch noch, dass es einfach halt viel Mitschwätzer hat, wenn ein Jahrzehnt lang so Sachen in den Zeitungen stehen und ich habe keinen direkten Bezug, dann glaube ich das vielleicht irgendwann. Oder man übernimmt es halt einfach, also von dem her gesehen. Aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich ein Problem ist, weder der Herr für den Markus Bösiger noch für uns. Wir haben Ziele, wo wir wissen, wenn wir die umsetzen, wird es der Hinterste und Letzte am Schluss begreifen, was die Person genau beabsichtigt. Ich kann einfach sagen, ich habe selten so einen sozial starken Vorgesetzten gehabt, der nicht nur für die Mitarbeiter, sondern schaut auch immer, was es der Umgebung bringt. Im Moment ist die Straße ein bisschen holprig, es ist nicht ganz so offensichtlich. Und um auch zu zeigen, dass wir auch Fehler bei uns suchen, es ist nicht ein Fehler, aber es war eine Strategie dann gewesen von uns, dass wir gesagt haben, wir tun nicht mehr alles einfach tagtäglich kommunizieren, weil die Medien tun es umtrüllen und anders schreiben. Wenn man eure Homepage anschaut, da steht nichts mehr drauf. Nein. Ist das eine Strategie, die gesagt hat, jetzt wollen wir mal so? Ja, weil so können wir Arbeitsqualität generieren. Wir können in Ruhe an unseren Projekten und unseren Vorhaben arbeiten, ohne dass einfach jeden Tag wieder einfach mit der Dartpfeile auf uns geschossen wird. Nicht, dass wir es nicht handeln könnten, aber wie gesagt, auch für die Mitarbeiter. Wir haben doch ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern mittlerweile. Die sollen auch nicht einfach jeden Tag immer wieder müssen mit einem Zeitungsartikel konfrontiert werden. Und wir brauchen dann fast 70% von unserer Zeit, um nur intern zu kommunizieren, dass die Leute wissen, was wir machen. Darum haben wir gesagt, wir akzeptieren das. Wir können es auch nicht ändern. Wir haben es versucht, wir haben die Presse eingeladen, wir haben Medienkonferenzen gemacht. Es ist belächelt worden, was wir machen. Man glaubt gar nicht so richtig dran, etc. Also stecken wir das ein. Und durch die Nicht-Kommunikation, das wollte ich sagen, ist es halt auch ein bisschen verständlich, dass die Leute dann halt einfach nur die Negativpresse bekommen und das darum genau so hinnehmen und irgendwann das vielleicht fast glauben. Jetzt Verliererinnen bei dem Volkstheater, das kann man schon nennen, sind ja wieder mal 18 junge Sportlerinnen, die ja da eben trainieren, sind auch in Familie untergebracht, haben ihre Umgebung da, fühlen sich wohl in Huttwil. Jetzt, der Gemeinderat will ja weiterhin, dass die Mädchen oder die jungen Frauen da trainieren. Man hat dann ein bisschen herumgeschaut, was gibt es für Möglichkeiten und hat dann gefunden, ja, wir haben ja da den FC Huttwil, der in der dritten Liga ist, dann jetzt Pause. Jetzt können sie da noch ein bisschen auf dem Platz trainieren bis zur Winterpause. Gute Lösung? Also ich bin froh für den Fußballverband und vor allem für die Mädchen, dass es eine Lösung gegeben hat. Wie gesagt, wir haben schon die Huttwil Falcons extrem leid tun, die mit 3 Jahren auf das Ziel hingeschafft haben. Wir haben uns für die Mannschaft eingesetzt, bis wir haben, wirklich wie wir haben können, bis das Gerichtsurteil gekommen ist.
Das Gleiche ist jetzt bei den Damen. Das ist sicher schade für die jungen Fräulein, Frauen. Wichtig ist, dass es weitergeht. Ich meine, man darf nicht vergessen, dahinter sind ja eben auch Gastfamilien, Leute und so. Es hat so viele freiwillige Helfer. Das kann sie ja wirklich nicht sein, eigentlich. Aber mein Ziel und das Ziel von unserem Unternehmen ist, in den Spiegel schauen und sagen, hey, mehr als eine Vertragsofferte, mehr als Gespräch suchen, mehr als die Gemeinde anrufen und sagen, komm, hockt nochmal an den Tisch. Können wir nicht. Also ich meine, wir können es nicht zum Glück zwingen. Und ja, es ist... Aber der Frühling kommt ja dann gleich. Was macht man dann? Gleich wieder, oder? Ja, klar. Das ist jetzt nicht unser Entscheid. Ich habe gesagt, unsere Türen sind offen. Wir signalisieren das auch der Umgebung. Wir haben das der Gemeinde gesagt und so. Die Möglichkeit ist nach wie vor da, aber ich muss schon auch sagen, also unter den momentanen Umständen würde ich meine Hand auch nicht ins Feuer legen, wie das rauskommt. Gar nicht. Man darf einfach vielleicht nicht ganz vergessen, momentan sind es nicht mehr zwei Parteien, sprich der Fußballverband und die Inhaberin respektive Betreiberin vom Sportcenter. Für mich ist gemeint die dritte Partei mittlerweile, weil sie nicht eigentlich nur noch schlichten und sich für ein gutes Projekt einsetzen wollen, sondern ich glaube, durch die ganzen Schulgelder ist da bereits auch eine wirtschaftliche Absicht dahinter. Und darum müssen wir schon von drei Parteien mittlerweile reden, einfach der Fairness halber. Ein persönliches Wort in dieser Angelegenheit hat der SFV-Kommunikationschef, der Marco von gegeben. Das hat mich eigentlich noch überrascht. Er sei von vielen Seiten über den Markus Bössiger geschimpft worden, hat er gesagt. Aber er finde den Bössiger ganz in Ordnung. Und er sei mit Herzblut bei dieser Sache, weil er eben versucht, etwas zu bewegen. Eigentlich doch noch persönliche Worte vom Herrn von A. Ja, absolut. Also wenn das der Herr von A wirklich so gesagt hat, dann zeigt das ja nur Charakter und dass er gross denkt und nicht sich irgendwie in welchen Detailparagraphen oder eben in diesen 400 Franken in so Details verbeisst, sondern er sieht das Gesamte. Und das ist wirklich so, da kann ich ihm recht geben und mich freut es nur zu hören, dass er in dem Fall auch eher auf die Seite tickt, wie jetzt zum Beispiel der Markus Bössiger. Und darum ist es ja eigentlich schade, wie gesagt, dass es jetzt da nicht zu einer Lösung hätte kommen können. Ja, ich glaube, es ist nicht mehr nur eine Kompetenzfrage im Moment, es ist nicht mehr nur eine polittechnische Frage, es ist wirklich ein Business. Im Spitzensport sagt man immer, ein Top-Club, ein Top-Spieler, der Vertrag läuft aus und wichtig ist jetzt wirklich anzusitzen. Der Spieler muss sagen, will ich bleiben oder will ich weggehen, nicht pokern, klar kommunizieren und der Betreiber, in dem Sinn jetzt zum Beispiel der Verein, muss sagen, wir wollen die und wir bieten dir das und das an. Viel mehr kann man nicht machen, oder? Und der Agent, die dritte Partei, ist dann halt eben vielfach die Partei auch im Sport, wo dann halt eben pokert und macht und tut und andere Interessen hat und den Preis will aufdrücken oder abdrücken, je nach Partei. Und darum ist es einfach schon schwieriger, mit drei Parteien einen Deal zu finden, als mit zwei. Jetzt lass die Sporthalle Huttwil ist jetzt eisfrei mal für ein Jahr. Und das tut ja vielen weh. Klar, das Eis kostet, hat der Markus Bössiger immer recht aus seinem eigenen Budget gezahlt. Was läuft als Sachen Eis? Kann man sich vorstellen, dass man wieder Eis macht? Gibt es da Überlegungen? Ich meine, du bist Leiter Spezialprojekt. Jetzt muss ich als Journalist doch mal ein bisschen fragen. Was geht es im Hinterkopf? Was darf man da schon sagen? Eigentlich sagen wir gar nichts, eben weil es nur vertrüllt wird, es wird vermischt. Es ist auch etwas Lässiges und Grosses, was wir vorhaben. Aber das ist einfach noch nicht spruchreif. Wir wollen nicht spekulativ unterwegs sein, wir wollen nicht irgendwie die Leute blenden oder kaufen mit einer Idee oder so. Wir wollen es für uns umsetzen, weil wir 300%ig daran glauben, weil wir wissen, das ist für alle Beteiligten ein Gewinn. Für die Einwohner, für Arbeitnehmer, für die Gemeinde, für den Steuerzahler, für alle. Da haben wir etwas, wo wir am Aufbauen sind. Unser Ziel... Hat das etwas mit Eis zu tun? Also kann man wieder hoffen, dass es wieder mal Eis gibt oder geht das ganze andere Bereich? Nein, es sind mehrere Bereiche, aber der Sport ist natürlich ganz klar dabei. Als Inhaberin eines Sportcenters ist das in unserem Interesse. Ich möchte mich nicht fest rauslassen und ich würde auch kein Versprechen abgeben, aber wer uns kennt und unsere Leidenschaft für den Sport kennt, weiß, wir versuchen tagtäglich alles
so können umsetzen, dass man in Huttwil möglichst schnell wieder Hockey spielen kann. Und das zwar auf allen Sektoren. Das ist, wie gesagt, nicht das Versprechen, aber das ist unser Ziel und hochgesteckte Ziel. Die darf man einem einfach, oder die kann man einem nicht nehmen. Das aber jetzt machst schön. Du uns gelustig auf allen Sektoren. Das habe ich nicht wollen machen. So weiter spekulieren, könnte ich ja sagen, ja, vielleicht kann man da irgendetwas machen. Auch international. Ich meine, wir hatten einen Spengler-Cup in Davos, wo man jetzt auch schaut, kann man den schützen, weil andere Clubs haben das schon gesagt, ja, wir wollen auch so etwas Ähnliches machen, so ein Turnier, über Weihnachten, Neujahr. Wir könnten ein Hallenfußballturnier in Huttwil machen. Wir hätten da, wir müssen nur den Boden rein tun. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, oder, ja. Um das zu nutzen. Das Schöne an der ganzen Sportinfrastruktur und auch mit allen anderen Infrastrukturen, die das Unternehmen Bössiger hat, dass wir eben viele Varianten haben. Das ist schön. Und ja, wir wollen nicht spekulieren, wir wollen auch nicht irgendwie die Leute lustig machen. Wir wollen unsere Hausaufgaben gut machen, wir wollen eben gut arbeiten und wollen für das eigentlich in Ruhe gelassen werden. Wäre schön, wenn es Support gibt, aber unsere Strategie ist wirklich, dann zu kommunizieren, wenn das auch realistisch wird. Und im Moment ist es einfach immer noch unser erklärtes Ziel. Wir kann haben, sagen, wenn es realistisch haben, wird, nein, haben wir da irgendwie einen Plan oder einen Budgetplan, wo man sagt, dann und dann, also wie es jetzt die ZSC macht mit eigenen Eishallen, wo die sagen, dann und dann ist das, dann und dann ist das. Genau. Ja, natürlich, wir arbeiten professionell und wir haben natürlich, wir machen unsere Hausaufgaben und wir haben auch die Zeitfrage natürlich uns ganz klar gestellt, aber eben leider Gottes tun wir das nicht öffentlich preisgeben, sondern wirklich dann erst, wenn wirklich alles in Stein gemeißelt ist. Gehört jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich der Sporttag. Ich glaube, das ist auch für uns noch wichtig. Wir müssen rundum uns jetzt eine gute Plattform schaffen. Aber ich habe noch weitere Sachen neben der Sporthalle, Kletterwand und so weiter. Genau. Und vielleicht man kann sagen, was wir überhaupt alles haben. Also wir denken einfach gesamtheitlich. Also wir haben die Elemente, die wir haben, wollen wir einbringen. Aber unser Ziel ist es eigentlich, können Lebensqualität können generieren und ja, in Zukunft, wie gesagt, der Umgebung auch können etwas bieten. Und es sieht nicht so aus, wenn man jeden Tag die Zeitung auftut, aber das ist tatsächlich das erklärte Ziel. Und wir hoffen einfach, dass wir jetzt die kleinen Baustellen, die Verträge, die auslaufenden, die Partnerschaften und so, so können positionieren können, dass niemand zu Schaden kommt. Das ist unsere erste Priorität. Und dann wollen wir endlich können umsatteln auf eben Karriere fördern und nicht nur Schadenbegrenzung zu machen. Und das ist momentan unser Tagesgeschäft. An dem arbeiten wir. Und alles andere ist noch in weiter Ferne. Lars, du arbeitest ja näher mit dem Markus Bössiger zusammen. Ist er, oder hat sich die Frage wieder ein bisschen zurückgeschraubt? Ich meine, er ist ja auch ein sehr guter Truckfahrer, muss vielleicht da noch eine Brücke schlagen. Mhm. Die Saison geht auch gleich wieder los. Ist das für ihn ein Ausgleich, obwohl er immer noch Spitze ist? Also er ist immer vorne dabei. Aber ist das für ihn ein Ausgleich eben von all den Sachen, die wir jetzt heute diskutiert haben? Und ich kann sagen, oh, das ist mein Hobby, da kann ich mal abschalten. Also es ist für mich als Spitzensportler lang eigentlich oder nicht nachvollziehbar gewesen, aber das ist tatsächlich so, dass für ihn das ein Ausgleich ist. Er macht es sehr akribisch, sehr ehrgeizig und sehr genau, darum ist er auch erfolgreich. Aber ich habe selten bis jetzt einen Menschen gesehen, der mental so stark ist. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er im Auto oder im Truck, wenn es um 100 geht, dass er dann seine super Ideen hat, die er tagtäglich in das Unternehmen hineinbringt. Ich müsste mich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Aber er macht das mit einer so einer Lockerheit und trotzdem mit einer so einer Genauigkeit, dass mich das eigentlich sehr erstaunt hat. Mentaltraining ist für einen Hockey-Goalie, wie du ja weißt, 70%. Mentaltraining heisst aber nicht nur sich konzentrieren können, sondern das ist der ganze Approach, die Ausgleichheit, soziale, emotionale Kompetenz. Ich habe mich viel weitergebildet. Ich tue mich gerne mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich tue gerne lesen. Ich habe, wie gesagt, Ausbildungen gemacht, auch als Trainer, weil ich es gerne mache. Aber der Herr Bössiger bringt von Natur aus so ein kompaktes Paket mit, wie ich das selten eigentlich gesehen habe. Und darum macht er auch alles wirklich mit so einer Leichtigkeit. Das beeindruckt mich. Du hast gerade das Mentale angesprochen, wenn jetzt du zurückdenkst auf deine Karriere. Eben, gerade für einen Goalie, Mentaltraining ist etwas sehr Gutes.
Und man schaut das heute an, es wird immer mehr gefordert. Man sieht es auch im Fußball, in anderen Sportarten. Heute muss einer so gut sein im Fußball, hat vorhin einen Außenverteidiger, einen Libero, das ist alles vorbei. Heute muss einer wirklich Positionen können spielen. Merkst du, dass da auch im Mentalen, physisch, psychisch viel mehr jetzt gegangen ist im Sport gegenüber deiner Zeit? Ja, gut, ich bin noch nicht ganz so lang, das ist meine zweite Saison, aber man merkt schon, dass die Tendenz steigend ist. Die vielen Verletzungen etc., das ist für mich aus zwei Gründen. Das eine ist der Spielplan, der Trainingsplan, alles wird immer intensiver, die Reisereien etc. Also sprichst du, es ist okay, zum Beispiel, im Fußball ist es eigentlich das Gleiche. Genau, also ein Fußballer kommt heute auch auf weitaus mehr als 30 Matches, wenn du eine erfolgreiche Saison hast. Verletzungen, die tun sich dann physisch bemerkbar machen. Das ist zum einen auch auf die Physis zurückzuführen, aber von mir aus gesehen eben nicht nur. Psyche und Füße, die spielen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und wenn ich psychisch ausgelastet bin, an Grenzen komme, dann werde ich eben nicht nur psychisch müde, sondern dann merke ich auch, dass ich physisch müde werde. Das Gleiche ist, wenn ich komplett ausgebrannt bin, keine Kondition habe, dann fange ich auch an, zum Beispiel im Tennis Konzentrationsfehler machen. Also das ist ja sehr ein enges Pendel. Und ich glaube, wir sind dort schon ein bisschen langsam an einer Grenze angelangt, wo sicher vertretbar ist, aber ich glaube einfach, dass aufgrund von diesen Plänen einfach halt die Regeneration zu kurz kommt. Also meinst du, weniger Spiel wäre vielleicht nicht so schlecht? Wenn man rein in England anschaut, ich meine, Basel hätte wirklich überall gespielt gegen Man United, aber Man United eigentlich sonst der Top-Club. Da dürfte eigentlich nichts anbrennen, aber die haben jetzt so eine Saison, Verletzte. Und eben, man merkt das Mentale natürlich, die sind wirklich auch körperlich und geistig durch. Ist das schon ein bisschen das? Man darf es reisen. Also ich habe das in Deutschland gesehen. Es ist ein Unterschied, ob du jedes Mal fliegst oder mit dem Bus gehst. Auch wenn der Bus manchmal länger ist, aber nur schon die Höhe und die Zeitunterschiede etc. Also in Deutschland nicht. Aber so, das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine enorme Belastung für den Körper. Das merkt man auch im Business. Wenn man viel unterwegs ist und muss fliegen, ist man einfach müder, als wenn man das Meeting vor der Haustür hat. Was ich aber auch ein wichtiger Punkt ist, dass man es nicht negativ ausleitet, ist auch, Sport und Wirtschaft haben genau die gleichen Gesetze. Also für mich definiert sich Erfolg gleich branchenunabhängig. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in einem Unternehmen, wie ich jetzt tätig sein darf. Man redet immer im Hockey von dem, im Fußball von einem Rooney oder von einem Shaqiri etc. Im Business, jetzt in unserem Beispiel, redet man vom Herrn Bösiger. Es ist unglaublich, was er für eine Organisation dahinter ist. Bei uns tut die Familie Bösiger das Imperium noch recht stark personifizieren, aber wir haben ein unglaublich gutes Team. Und der Erfolg ist bei uns auf so viele gute Leute, die bei uns mitmachen. Also ich bin auch nur Mitglied von einem guten Team. Und so geht das immer weiter. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Appell eben im Sport, dass man immer mehr ein bisschen müsste das Ganze können auf mehr Schultern verteilen. Das nimmt einem auch den Druck, den öffentlichen Druck, medial etc. ein bisschen weg, wenn immer mehr Spieler kommen. Und ich glaube, in der Wirtschaft redet man immer ein bisschen von Macht und Habgier. Und im Fußball gibt es auch viele Narzissten und Exzentriker. Aber ich glaube, das Produkt würde steigen, wenn man eben mehr eine Verantwortung gibt und die Plattform auch in den Medien kann geben und so. Dann tut das den Druck auch verteilen. Und das ist, finde ich, einfach Leistung optimiertes Denken und ist auch wieder branchenunabhängig. Aber wenn man so in die Zukunft schaut, Lars Weibel, es gibt ja eben Visionen, Ziele und so weiter. Gut, Spezialprojekt hast du bereits angedeutet. Was sind sonst die Ziele, Visionen von der Firma Bösiger und von dir persönlich? Also die Firma Bösiger ist ja eine grosse Unternehmung mit mehreren Firmen und mehrere Zugpferden. Das geht vom Automobilsport über die Immobilien bis hin eben zum Beispiel zu den Infrastrukturen, die wir besitzen, wie das Nationale Leistungssportzentrum. Dort sind die Ziele sicher, die weiterhin können erfolgreich weiterzuführen, gewisse Sachen zu optimieren. Wir wollen uns verbessern von der Arbeitsqualität. Wir wollen vom Personal her besser und kompetenter werden. Wir wollen unsere Dienstleistungen ausbauen, wir wollen wachsen. Ich glaube, das ist die Natur, das hat nichts mit weiss nicht was zu tun. Ich glaube, das muss jedem sein Ziel sein. Wir versuchen es aber nicht nur rein auf das Monetäre hinzumachen, sondern wirklich, wir wollen etwas bewegen, wir wollen Arbeitsplätze schaffen, wir wollen eben wirtschaftlich etwas Gesundes machen. Natürlich wollen wir in Zukunft auch mal einen Franken können verdienen, wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf das Nationale Sportzentrum und nicht nur drauflegen.
Ich glaube, wir wollen ein breites Fundament haben, um eben nachher können, die Spezialprojekte und all das Zeugs nachher auf dem guten bestehenden Tagesgeschäft können aufbauen. Persönlich bleibe ich dabei wie ein Sportler. Mein Drang nach besser werden und perfektionieren gewisse Sachen ist weiterhin da. Jetzt versuche ich es im Beruf zu machen. Ich würde gerne, im Moment ist es unmöglich von der Zeit, ich würde mich gerne auch noch mal berufsbegleitend weiterbilden ein bisschen. Ich würde weiterhin von meinem Team, von meinen Vorgesetzten können lernen. Ich würde viel auch können aus diesen Tagesdeals und Geschäfts- und Verträgen und Situationen können, das auch wirklich aufnehmen und gute Schlüsse daraus ziehen. Ich würde aus diesen Erfahrungen auch können wieder Sachen mitnehmen, die ich nachher weitergeben kann. Also, ich bin eigentlich froh um jede Erfahrung, positiv wie negativ, weil da kann ich auch als Persönlichkeit nochmal ein bisschen reifen und ja, was ich als Goalie nicht so können, was ich jetzt kann, ist sicher auch noch ein bisschen, so ein bisschen die sogenannten Führungseigenschaften ein bisschen verfeinern und dort dann nochmal einen Schritt führen machen. Lars, müsste auch die Regionalpolitik ein bisschen mehr Hand bieten? Zum eben das, was wir wieder vorher gehabt haben, dass wir da einen schönen Rahmen haben. Absolut, also ja und nein. Ich denke, Politik hat einen riesen Einfluss natürlich auf Wirtschaft und Sport, auch wenn man das immer versucht, sehr gut zu trennen. Also ich weiss, als Sportler ist das immer eine sehr heikle Sache gewesen, sich politisch zu äußern. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Welt nicht gerade interessiert, wie ich jetzt zum Beispiel politisch gestrickt bin. Aber Politik generell, glaube ich, müsste können wieder ein bisschen mehr Hand in Hand mit der Wirtschaft und mit dem Sport zusammenarbeiten, weil die drei Komponenten, die sind doch sehr wichtig. Und Support nicht um jedes Geld, aber dort, wo Synergien entstehen, bin ich nach wie vor der Meinung, dass es ein Miteinander geben muss und dass man dann nicht kann von, wie soll ich sagen, man kommt jetzt gerade nicht besser als das Mafia-Begriff, also dass man heisst, ja, das ist doch alles korrupt und Zeug und Sachen. Nein, wenn das Endprodukt, der Bürger, das Endprodukt, der Steuerzahler, das Endprodukt, der 0815-Mensch davon profitieren kann, dann ist es für mich ein Muss, weil ich glaube, für uns ist wichtig, dass man den Hebel wieder so ansetzt, dass bei uns die Mittelklasse nicht verschwindet, wie das in vielen Nachbarländern da ist. Also ich würde mir das wünschen. Jetzt ist ja immer ja, Sponsoring wichtig. Also ich meine, wir können sagen, vor allem im Spitzensport, ohne Sponsoring geht nichts. Jetzt haben wir doch eine wirtschaftliche Rezession. Die Leute haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Merken die das auch beim Arbeiten? Eben, wenn wir gerade so Projekte haben, neue Projekte, so, dass man einfach wirklich muss daher schauen, dass man wirklich Sponsoren findet, die sagen, doch, da machen wir mit. Ist es nicht immer schwieriger? Mal, es ist sehr schwierig. Also ich sage, es ist immer noch alles machbar und umsetzbar, aber nicht mehr mit den gleichen Leuten. Es gibt überall für jedes passende Projekt, für jedes passende Produkt, gibt es irgendwo da draussen den Sponsor oder den Partner. Ich rede lieber von Partner, weil Sponsoring ist nicht nur Geld geben, sondern ich gebe Geld und komme einen Gegenwert über. Und die Synergien sind da draussen. Es ist einfach nicht mehr so, dass alles kannst mit einer klassischen Bankfinanzierung machen kannst, weil dort hapert es im Moment ein bisschen. Ich glaube, in der Privatwirtschaft und so gibt es immer noch wahnsinnig viele Leute, wo es ihnen gut geht und die auch etwas machen mit ihrem Geld. Von dem her gesehen ist mein Optimismus eigentlich immer noch da. Ich glaube einfach, dass wir und nicht nur die Obersten, sondern auch wir ein bisschen umdenken müssen und ein bisschen wegkommen müssen, dass wir uns von den Medien so beeinflussen lassen. Nicht, dass ich es schön reden will, aber es ist so viel, was uns jeden Tag durch die Medien in den Kopf gesetzt wird. Ich meine, klar ist ein Umbruch in der Wirtschaft da. Aber ob es jetzt gerade eine Wirtschaftskrise ist, ich weiß es nicht. Überall, wo Geld verloren wird, wird meistens auch wieder Geld gewonnen. Ich glaube, das Geld verteilt sich momentan ein bisschen anders als früher. Und da gilt es, Gegenwert und Gegendruck zu geben. Aber ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen mental eine andere Einstellung an den Tag legen. Dann ziehen wir automatisch auch wieder Situationen an, die Erfolg werden haben. Wenn man sich nur daheim verschanzt und Angst hat, dann kann ich eben auch nicht wirklich gut Sachen umsetzen. Lars Weber, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Interessantes Gespräch, so haben auch mal die Leute einen kleinen Einblick in eine Firma, in eine sportfreundliche Firma.
Am Merkel Bössiger wünschen wir natürlich und dir natürlich und der Crew viel Kraft für die nächsten Projekte. Wir sind gespannt, werden das sicher mitverfolgen. Und ja, toi 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 für das Jahr 2012. Das war es also bereits vom Sporttalk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Gute Nacht miteinander, bleiben Sie weiterhin bei Schweiz 5 dabei.